Willkommen zu einem neuen Video auf Einfach erklärt. Möchtet ihr euren Windows-Rechner beim Anmelden ein wenig sicherer machen? Oder stört es euch einfach, dass alle verfügbaren Benutzer während der Anmeldung klar ersichtlich sind? Es ist Windows-Standard, dass alle Benutzer, deren Benutzerkonto aktiv ist, auch im Startbildschirm angezeigt werden. Das ist in den meisten Fällen auch gut so. Schließlich nimmt es einem zusätzliche Tipparbeit ab. Doch was ist, wenn man nicht jedem, der den PC startet, gleich zeigen möchte, welche Benutzer ein Benutzerkonto haben? In diesem einfach erklärt Video zeige ich euch, wie ihr Benutzerinformationen im Anmeldebildschirm sowie im Computersperrenbildschirm ausblenden könnt. Eine Anmeldung ist dann nur noch mit dem korrekten Benutzernamen und Passwort möglich. Um die Änderung durchzuführen, begeben wir uns in die Windows-Registrierungsdatenbank. Hierzu öffnen wir den Windows-Registrierungseditor. Ist der Registrierungseditor geöffnet, navigieren wir zu folgendem Schlüssel. Um zu verhindern, dass im Anmeldebildschirm der Benutzername auftaucht, legen wir folgenden neuen Eintrag an. Falls dieser Eintrag bei euch schon existiert, müsst ihr entsprechend nur den Wert anpassen. Sobald der Eintrag angelegt ist, klicken wir diesen doppelt an und geben unter Wert 1 ein. Wir bestätigen die Änderung mit OK. Die nächste Änderung betrifft die Anzeige der Benutzernamen, wenn man Windows sperrt, also beispielsweise Windows-Taste plus L drückt. Hierzu legen wir einen weiteren Eintrag vom Typ DWORD-Wert 32-Bit an und benennen ihn folgendermaßen. Wir klicken den neuen Eintrag ebenfalls doppelt an und geben unter Wert 3 ein. Standard ist der Wert 2. Mit dem Wert 1 werden sogar noch mehr Informationen angezeigt. Fertig. Wenn wir uns jetzt neu anmelden oder den PC gesperrt haben, müssen wir neben dem Passwort oder PIN auch den Benutzernamen kennen und eingeben. Stellt also sicher, dass ihr diese Informationen auch wirklich zur Hand habt. Nicht, dass ihr euch beim Testen aussperrt. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wie immer gilt, like, wenn es euch gefallen hat und gerne einen Kommentar dalassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.